Was für ein Ansturm. Nach der Schule ab ins Einkaufszentrum. Schüler mit Zeugnis konnten da heute so richtig absahnen. Ein kleines Tesla-Paket. Ein Eis. Fragezett. Ein Kaugummi-Automaten. Die Gummibärchen. Schminkbeutel. Das ist echt cool. Also ich habe nicht gedacht, dass man so tolle Sachen kriegt. Man muss alles abstauben, was man kriegen kann. In den Stachus-Einkaufspassagen gab es tatsächlich all das umsonst. Naja, fast. Vor allen Dingen freuen sich natürlich die Geschäfte, dass sie lauter neue Kunden bekommen, denke ich mir. Die Mama hat's doch schaut. Ja. So ein Zeugnis kann richtig lukrativ werden für Schüler und Einzelhandel. Denn am Zeugnistag gibt's ja Geld. Von meiner einen Oma kriege ich immer so 150 oder 200. 70 Euro. 100 Euro von Oma und Opa. Und das will schließlich umgesetzt werden. Ich habe ein ferngesteuertes Boot bekommen. Ich habe dieses Jahr ein Fahrrad bekommen, weil ich die 10. Klasse bestanden habe und dadurch die mittlere Reife bekommen habe. Bei mir ist einer in der Klasse, der kriegt halt dann mal ein iPad Mini oder einen neuen iPod, einfach nur dafür, dass er ein paar Dreier und ein paar Vierer hat oder so. Haben Sie früher was zum Zeugnis bekommen? Nein. Ja, da schüttelt manche Oma den Kopf bei all dem Zeugnishype. Die Mathe-Note bestimmt den Kinoeintritt, 5 Euro ermäßigt im Möbelhaus oder bei einem Straubinger Multimedia-Riesen 2 Euro Rabatt für jede 1, 1 Euro für jede 2. Wir konnten es kaum mehr handeln, weil wahnsinnig viele Kinder da waren. Am Brauneck kommen sogar schlechte Schüler richtig gut weg, im Hochseilgarten Isarwinkel. Die bringen ein Zeugnis mit. Und dann schauen wir uns die Sportnoten an. Und wenn die einen Dreier haben, kriegen die dreimal mäßig den Eintritt. Und wenn die einen Einser haben, einmal. Einfach aus dem Grund, damit die besser werden, die wo im Sport einen Dreier haben. Zurück nach München. Auch dort artet es langsam in Sport aus. Schnell, schnell, bevor alles weg ist. Gummibärchen! Gehen euch die Gummibärchen schon aus? Langsam, langsam, ja. Wir waren schon bei Saturn, beim Mediamarkt. Ja, da gab es leider nichts mehr. Und dann seid ihr hierher gekommen? Genau. Seid ihr die Zeugnisabzocker? Ja. Wir sind von dem Ansturm total überwältigt. Die ersten waren schon um 10 Uhr da, obwohl unsere Aktion ja erst ab 13 Uhr überhaupt beginnt. Also es ist wirklich toll und alle freuen sich auf. So, jetzt aber Schluss mit dem Kommerz, mit dem Eis, ab an den See und Ferien genießen.